Und damit willkommen zu einem neuen Projekt. Bevor ich noch mehr dazu sage, lass ich mal eben das Hauptmenü sein Ding machen. Also bis gleich. Super Robot Wars Original Generations OG. Ja, ich heiße euch willkommen zu einem neuen, etwas speziellerem, etwas besonderem Projekt. Einige Sachen, da würde ich gerne vorher zu sagen wollen. Einmal, Super Robot Wars ist mir jetzt nicht ganz unbekannt selber, logischerweise. Ich habe ja einige Titel dazu gestreamt, und zwar tatsächlich den zweiten, dritten und den sogenannten 30. Teil. Das ist nicht wirklich der 30. Teil, der heißt halt einfach nur Super Robot Wars 30. Ja, ich habe mich entschieden, irgendwann mal möchte ich eins dieser Spiele let's playen und ich habe mich für Super Robot Wars Original Generations entschieden. Ich kenne die GBA-Version. Das hier ist, ich würde es persönlich als Remake bezeichnen, ein Remake eben in dieser GBA-Version für die PS2. Ist bei uns leider so nie erschienen, deswegen hier eine Fan-Translation. Aber die ist auch ziemlich gut, deswegen habe ich da keine großen Bedenken. Da können wir sehr schön dieses Spiel mit erleben. Dieses Spiel ist ein bisschen anders als die meisten anderen Super Robot Wars Games, denn dieses Spiel ist kein Mashup der verschiedenen Mecha-Universen, sondern halt eine originelle eigene Story mit eigenen Charakteren, eigenen Maschinen, was, wie ich finde, dem Storytelling auch zugutekommt, weil wenn man so Mashup-Stories hat, dann ist es ein bisschen schwierig, eine Story zu erzählen, vor allem, wenn man immer gewisse Grenzen und Dinge beachten muss. Hier ist alles von Null an, ihr müsst also auch keine Vorkenntnisse haben, das ist das erste Spiel dieser Reihe. Diese PS2-Version hat tatsächlich den ersten und den zweiten Teil in sich, was sehr cool ist. Dieses LP wird sich aber erstmal mit dem ersten Teil beschäftigen. Ob ich irgendwann den zweiten Teil auch mache, mal sehen, wenn es passt, bestimmt. Aber wir wollen uns erstmal auf den ersten Teil fokussieren. So, was ist speziell an diesem Projekt? Erstmal ist es ein Nebenprojekt, das heißt, wir werden dieses Spiel... Also dieses Spiel wird mittwochs und sonntags in der Regel neue Folgen bekommen, also zweimal in der Woche. Und wir haben in diesem Spiel eine Wahl, was die Story anbelangt. Es gibt einmal die Route des ATX-Teams und des SRX-Teams, mit Kyosuke beim ATX-Team und Ryusei beim SRX-Team. Dazu mal ganz kurz, das ist jetzt so spoilerfrei wie möglich. Diese beiden Geschichten laufen in derselben Welt ab, sind parallel und gehören irgendwie zueinander. Das erste Drittel der beiden Stories ist sehr getrennt voneinander. Das zweite Drittel läuft so oder so zusammen. Und das dritte Drittel ist nochmal was Eigenes, abhängig davon, welche Route man hat. Hier beim dritten Drittel gilt Ryuseis Route als die Canon-Route. So, jetzt könnte ich natürlich sagen, gut, dann spielen wir einfach Ryusei. Aber das wäre ein bisschen schade, weil ich finde, dass wir viele Charaktere nur geringfügig kennenlernen würden. Deswegen würde ich das persönlich so machen wollen. Ich werde abwechselnd Ryuseis und Kyosukes Route spielen in diesem Let's Play. Ja, das heißt, ich werde immer eine Episode machen von Ryusei und dann eine Episode von Kyosuke. Und sobald der Punkt kommt, wo die Stories mergen und eine davon beiden Canon wird, spiele ich nur noch die Route weiter, da die Canon ist. So haben wir nicht nur einen etwas besseren chronologischen Ablauf der Geschichte, während wir von beiden was mitbekommen, sondern wir lernen auch die Charaktere alle vernünftig kennen. Und haben also ein bisschen kompakt die gesamte Canon-Geschichte des ersten Teils in einem Spieldurchgang. So würde ich es gerne machen. Ich hoffe, das ist auch für euch cool. Gut. Gibt es noch irgendwas anderes, was ich dazu erzählen sollte? Ja, ich werde es natürlich trotzdem dieselbe LP-Liste packen. Ist ja klar, ist dieselbe Playlist immer noch. Wird dann immer so sein, dass wir eine Folge Ryusei haben. Zum Beispiel am Mittwoch und dann kommt am Sonntag eine Folge Kyosuke. Ne? Und dann immer so im Wechsel. Bei... dem ersten Tag, weil ich weiß, dass die ersten Szenarien recht kurz sind, würde ich tatsächlich jetzt von beiden die erste Folge in einem Tag direkt raushauen. Also könnt ihr heute schon auch die erste Folge von Kyosuke sehen. Wir fangen jetzt erstmal mit Ryusei an und stürzen uns erstmal so ein bisschen in den Prolog dieses Spiels. Ja, ich glaube, viel mehr müsste ich jetzt gar nicht sagen. Wir machen einfach mal ein bisschen weiter, damit wir jetzt nicht Ewigkeiten hier rumhocken. Die restlichen Sachen kommen schon noch mit der Zeit.
Also hier haben wir das Ryusei Date SRX-Team. Da sehen wir schon einige andere Charaktere. Bis wir die alle kennenlernen, das wird noch ein bisschen dauern. Ich habe gerade in der Sequenz diesen kleinen schwarzen Strich wahrscheinlich bemerkt. Wenn nicht, auch nicht schlecht, aber wahrscheinlich habt ihr ihn bemerkt. In den wenigen Cut-Sequenzen dieses Spiels wird der leider vorkommen. Auch in den Ladescreens teilweise. Das ist deswegen, weil ich hier Einstellungen benutze, die insgesamt das Bild besser machen, außer in diesen ganz kurzen Sequenzen mit diesem Strich. Aber es sind trotzdem bessere Bildqualitäten. Ich habe auch lange überlegt, ob ich jetzt 4:3 oder 16:9 machen soll. Ich dachte mir aber doch, nee, komm, lass mal 16:9 machen, das ist eine Option. Na gut, legen wir los. Ah ja, ich werde natürlich alles wie üblich vorlesen. Das heißt nicht, dass meine englische Aussprache jetzt das Gelbe vom Ei wäre, aber ich hoffe, es reicht aus. Where am I? Who am I? My name is Aleph? No. It would seem the distress signal wasn't a false reading. Who are you? You must have just merged into this time. I suppose it must be fate. But this is a prime moment to capture you. I hereby shackle you. This time you will become my puppet. There are those who have stepped forth from the Forbidden Land. They broke the barrier themselves. Now we can meddle freely with that planet. But we must act before the Fool Emperor and those inspectors do. It must be we, the Gozo, who hold the final trump card. Carry out your mission, Aleph Balshim. I shall observe from afar. Super Robot Wars OG Original Generations. Episode 1 Divine Wars. New Common Era 179 Sector outside Pluto orbit. Give me a damage report. Heavy damage to blocks 4 through 9 as well as the secondary bridge. First and second main cannons are inoperable. And the Gigan Sudo. The unidentified machines have it surrounded and pinned in place. Captain, they have our units thoroughly outmatched. I suggest you retreat. Blast. Can we really do nothing to stop them? Those insectoid weapons of theirs are clearly built with technology more advanced than our own. So, they're alien? That seems likely. And we're not just outgunned, but outnumbered as well. Plus, judging from their size and numbers, they may have a mothership or mobile fortress nearby. We are in grave danger. Just when mankind finally takes its steps, first step outside the solar system. I don't disagree, Captain, but right now, we must retreat. If the Hylio sustains any more damage, we may not make it back to Mars, let alone Earth. We have no choice. Recover the Gion Scudo and withdraw from the sector at maximum combat speed. I won't soon forget this disgrace. Episode 1, Second Contact. Auch mal so als Nebeninfo, natürlich ist das kein blindes Let's Play. Ich habe, wie gesagt, die GBA-Version gespielt. Ich habe tatsächlich auch diese Version bereits gespielt.
Also es ist nicht blind. Das heißt nicht, dass ich ein Experte in diesem Spiel bin oder alles richtig mache. Definitiv nicht. Aber es ist mir schon bekannt. The Moon, Sirius and Ross 128. Huron Special Coordinates confirmed. Doll 1 here, shifting to Phase 4 of testing. D7 Roger. By the way, what do you think of the prototype Gespenst MK2, Major? It's a good machine. The issues that Colonel Carway raised concerning the 001 have all been ironed out. Were it a horse, it would be a thoroughbred colt. In its prime. Sure, sir. I'll just begin monitoring. Major, I fully expect to see the skills that made you an aggressor as well as the United Colony Corps top ace. Hier auch mal ganz kurz, diese grünen unterschriebenen Wörtchen, die kann man sich tatsächlich anzeigen lassen. Das ist etwas, was ich sehr gerne mag im Spiel, wenn man sich Begriffe nochmal genauer erklären lassen möchte. Ich werde da erstmal nicht drauf zugreifen. Wenn ihr Fragen zu den Begriffen habt, die sich nämlich im Laufe des Spiels sowieso klären werden, dann könnt ihr die gerne in die Kommentare packen. Aber viele von diesen Infos öffnen noch weitere Infos und diese Infos wiederum können teilweise ein bisschen spoilerig sein. Und das möchte ich euch möglichst vorenthalten. Roger, begin the test. Und wie es halt immer so ist, wenn man im neuen Universum ankommt, uns jetzt hier als Spieler und Zuschauer, sind natürlich ein paar Griffe, die erstmal mit der Zeit so ein bisschen deutlicher und klarer werden. What the? We have detected unidentified object approaching from B1262. Doll 1, stay alert. I'm detecting them as well. Doesn't seem like space debris. There's no data on them. They're literally unidentified flying objects. Doll 1 here. I attempt to make contact with the unidentified objects. What? If those things don't belong to our military or the TFF, then this merits investigating. Unknown objects rapidly accelerating. They're on a collision course with the Doll 1. Are they moving into attack? Major Elzam, get clear. Doll 1 here. Change of plans. Switching from test mode to combat mode. Combat mode? Major, you aren't authorized to engage. Tell that to these guys. But your Gespenst MK2 isn't equipped with any weapons. Weapons? These two fists are all I need. That's crazy. Dr. Hamill, you have to stop the Major. Let the Major have this fun. These are the articulated mobile weapons that the EOTI organization foresaw. This is a good chance to show the brass what personal troopers were made for and why we need them. Personal Troopers beschreibt diesen Mech, diesen Gespenst, diese Art von Maschinen. Not you too, Doctor. Do you realize what you're saying? With that settled, Trombe, my partner, let's ride. Also wenn ihr jetzt irgendwie mit dem Gundam-Universum vertraut wärt, könnte man sagen, Personal Troopers sind so ein bisschen sowas wie Mobile Suits. Destroy all enemies, unsere erste Mission. Elzam's unit is destroyed, destroy all enemies within 4 turns. Ja, ihr habt vielleicht schon gemerkt, in der ersten Episode lernen wir erstmal gar nicht den Charakter kennen, der eigentlich der Episoden-Charakter ist. Aber das ist schon okay. Das kommt dann in der zweiten. Wir haben diese extra Mission, dass wir die Gegner in 4 Runden besiegen sollen. Das sind diese Secret Conditions oder beziehungsweise Special Conditions, die uns so ein paar extra Bonuspunkte am Ende verleihen, mit denen wir dann später Piloten besser konfigurieren können. Ich werde mich da auch nicht darauf versteifen, die immer zu schaffen. Manchmal können die nämlich ein bisschen tricky sein. Und da könnte bei mir ein bisschen der Spaß flöten gehen, wenn ich mich darauf zu sehr, einschieße. Man muss auch wissen, dass wenn man Special Conditions erfüllt, dann bestimmt das ein bisschen einige Sachen, die im Spiel passieren, aber vor allem den Schwierigkeitsgrad. Das heißt, wenn man die immer schafft, dann wird das Spiel schnell zum schweren Schwierigkeitsgrad wechseln. Und wenn man die öfter mal nicht schafft, dann eher zum leichten. Wenn man so ein bisschen dazwischen bleibt, dann bleibt man auf normalen Schwierigkeitsgrad. Also hier wählt man seinen Schwierigkeitsgrad nicht, sondern der wird halt automatisch bestimmt anhand dessen, wie oft du diese Special Conditions schaffst. Gut. Ich würde tatsächlich auch immer versuchen, die ganzen News mitzunehmen. Ihr seht ja schon, wenn ihr Super Robot Wars nicht kennen solltet, es ist ein Tactical Turn-Based Game. Ein Spielsystem, mit dem man nicht viel falsch machen kann, da ist man bei mir an der richtigen Adresse mit. Ich würde tatsächlich immer versuchen, die Units so ein bisschen mitzunehmen und zu lesen. Manchmal werden in den Units Spoiler enthalten sein. Das weiß ich jetzt schon. Bei manchen Units werde ich das versuchen zu verhindern, bei denen ich es noch weiß. Bei manchen ist es vielleicht nicht drin. Das sind nie schlimme Spoiler, aber ich will es halt wie es mal erzählt haben, dass es so ist. Des Weiteren kann ich mir keine Units durchlesen, die ich noch nicht bekämpft habe. Das heißt, darauf muss ich erstmal warten. Was wir uns angucken können, ist schon mal jetzt der 1000-Füßler. Unser Transportstück, wenn man so möchte, was uns hierher gebracht hat.
Der Tausendfüßler. Und ja, das ist nicht das einzige Mal, dass wir hier deutsche Begriffe hören werden. A large-sized transport craft used by the Terra Federation Government and United Colony Corps for travel inside and outside of atmosphere. It has variable payload modules that enable it to carry not just standard 20-meter humanoid mobile weapons, but also special humanoid mobile weapons. The carriers also have the firing catapults for launching humanoid mobile weapons in fight, allowing to rapid force deployment. Und unsere persönliche Maschine, die wir hier gerade haben. The Gespenst MK2 oder MK2. This is a mass production prototype and the successor of the PTX-001 Gespenst. There are three prototypes, Unit 1, Type R, Rapidity, Unit 2, Type S, Strength, and Unit 3, Type T, Test. The Type R emphasizes mobility and maneuverability more than other two. Was da unten noch steht, werde ich nicht lesen, ich weiß noch, das ist ein Spoiler. Gut. Okay, wir haben unseren Charakter. Ich werde den Charakter auch erstmal nicht lesen, weil ich glaube, da könnten auch Spoiler sein. Da werden wir sicherlich später nochmal eine Gelegenheit haben, das zu machen, denn ich möchte schon versuchen, möglichst alle Characters und Suits und Maschinen und was alles so gibt, mal kurz anzusprechen und zu zeigen. Jetzt fangen wir erstmal an zu spielen. So, wir haben erstmal Skills. Da können wir kurz auf Status vielleicht gehen. Wir haben hier den Status, ne? Lebensenergie ist ja nicht mal klar. Energie ist halt so ein bisschen, wenn man so möchte, die Mana. Ja? Ich meine, im Endeffekt ist Mana ja auch nichts anderes als magische Energie. Das heißt, verschiedene Attacken kosten halt verschiedene Energiewerte. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was alle Werte machen tatsächlich. Ich war nie ein Vollexperte, was das anbelangt. Mobility ist, glaube ich, ziemlich wichtig fürs Ausweichen. Armor ist Schadensreduzierung, klar. Kosten wären die Kosten, welche die Jugend verliere, dann müsste die entsprechend bezahlen. Größe ist auch relevant für manche Attackenarten. Wie gut ein Suit auf dem Terrain ist, sieht man ja auch. Da müssen wir erstmal nicht so speziell darauf achten, das ist erstmal nicht so wichtig. Wir sehen auf die Bewegungsreichweite, die wir haben mit 6. Und das reicht eigentlich erstmal so an Info. Ja, das reicht erstmal, würde ich sagen. Wir haben halt noch verschiedene Skills. Und die mit SP bezahlen. So ein bisschen die speziellen Fähigkeiten eines jedes Pilotens. Fokus ist persönlich einer meiner beiden Lieblingsskills schlechthin. Und damit erhöhen wir nämlich für eine ganze Runde unsere Chance auszuweichen und zu treffen um 30%. Das in einer Runde gilt auch in der Feindrunde noch, deswegen ist das so ein unfassbar guter Skill. Excel ist ein Skill, der uns einfach weiterlaufen lässt. Nicht der wichtigste Skill, aber er kann sehr entscheidend sein, wenn man spezielle Bedingungen erfüllen will. Sense ist ein Skill, der uns Flash und Bullseye gibt. Flash lässt uns garantiert ausweichen und Bullseye lässt uns garantiert treffen. Das gilt aber auch nur für einen Kampf. Ich würde sagen, wir starten erstmal mit Fokus, dass wir nicht so gut getroffen werden können. Ich sagte ja schon, ich werde jetzt nicht so auf diese Special Conditions achten. Ich kann euch schon sagen, in diesem Kampf hier müsste man so ein bisschen darauf achten, wie man es tut, um es schnell genug zu schaffen. Die Gegner haben nämlich eine gewisse Reichweite, und zwar von 5, was Schießen anbelangt. Und die Bewegungsreichweite seht ihr jetzt gerade. Man muss sich eigentlich so hinstellen, dass die Gegner an einen rankommen, ohne schießen zu können. Denn nur so kann man sich wehren, weil wir haben keine Schusswaffen gerade und nur so sind wir schnell genug. Beim ersten Gegner können wir da, glaube ich, eh nichts machen. Da müssen wir so oder so drauf zulaufen. Das machen wir auch mal eben. Mit Excel, sonst kommen wir nicht ran. Um dem erstmal eine auf die Mütze zu geben. Und in den ersten Kampf zu starten. Wir können uns jetzt unsere Attacke aussuchen, die wir machen wollen. Wir sehen da auch hier einige verschiedene Sachen. Erstmal wichtig für uns, Attack Power 2500. Das ist ungefähr der Schadenswert. Natürlich wird er berechnet mit den ganzen Defense-Werten und Offensiv-Werten. Range ist die Reichweite. Bei Range 1 müssen wir natürlich daneben stehen. Und ja, dann sehen wir noch die Genauigkeit. Dieser Move hat plus 15 Genauigkeit. Heißt, er ist ein bisschen präziser als manche andere Moves vielleicht sind. Auf den ersten Kampf. Wir lehnen uns zurück und genießen die Animation. Wir sehen auch hier schon, der Gegner hat eine Hitchance von 0%. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich Fokus benutzt habe. Wir treffen zu 100%. Wunderbar. Kann nicht schief gehen. As I thought, this craft is nothing made on Earth. Ikuzo, Tolombe! Sehr schön. Diese Zahl, die übrigens über uns blinkt die ganze Zeit, diese 100 und jetzt 102, das ist unser Willenwert. Der Willenswert wird immer höher mit den Kämpfen, die wir erfüllen. Oder während des Kämpfens. Der wirkt sich so ein bisschen passiv auf einige Sachen aus.
die erstmal gar nicht so wichtig sind. So, wir enden erstmal die erste Runde. Dann ist der Feind am Zug. Greift uns auch direkt an. These undefined objects have insectoid forms. I suppose I could call them bugs. Ja, und das ist auch die Bezeichnung, die wir wesentlich öfter nutzen werden. Aber wir gucken uns gleich diese Dinger noch ein bisschen genauer an. Ja, oder sollten wir das später machen? Vielleicht ja später. Der Text könnte spoilerig sein. Zumindest direkt am Anfang. Aber ich kann schon euch garantieren, Bugs werden wir öfter sehen. Also ist das schon okay. So, die anderen kamen alle nicht ran. Jetzt müsste ich eigentlich gucken, wenn ich diese Quest erfüllen will, dass wir jetzt in einer Position sind, wo einer rankommt an uns, aber nur im Nahkampf. Das ist hier gerade, glaube ich, noch nicht mal möglich. Oder? Du vielleicht? Nee, tatsächlich nicht. Und einen von euch muss es aber möglich sein, sonst wäre die Quest nämlich, glaube ich, nicht machbar. Ich überlege gerade, wie es am besten nochmal geht. Eigentlich will ich mich gar nicht so versteifen drauf, diese Sachen zu schaffen. Weil das echt nicht so wichtig ist. Ah, wir gucken mal. Ich meine mal Focus und Excel, wenn ich getroffen werden möglichst. Ist in der Regel besser. Das ist ein Projekt, was ich natürlich, weil es ein Nebenprojekt ist, recht kurzfristig aufnehme. Das heißt, ich kann auf so Anfragen reagieren. Anfragen wie zum Beispiel, soll ich die Animation immer drin lassen? Ich würde schon versuchen wollen, wir haben Crit gemacht, das ist schön. Die Animation alle mal möglichst zu zeigen von allen Attacken, soweit ich das irgendwie hinbekomme. Ich könnte auch einfach alle Animationen drin lassen. Man kann die auch ein bisschen speed-uppen. Das ist im Spiel auch integriert, die Option. Ich könnte aber auch irgendwann Attacken, die wir schon 20 Mal gesehen haben, rausnehmen. Wenn ihr da eine Meinung zu habt, gerne in die Kommentare. Mich würde es auch nicht stören, alle zu zeigen. Eben weil ich, wie ich jetzt aber demonstrieren werde, das ein bisschen upspeeden kann. Dass die Animationen ein bisschen schneller ablaufen, wie jetzt zu sehen. Wir können uns halt nicht wehren, weil wir outranged sind. Ein Ärgernis. Aber hier können wir uns wehren. Also bis ich da von euch irgendwie Feedback habe, das kann ein paar Folgen dauern. Aber bis ich da was habe, werde ich erstmal alle Kämpfe drinnen lassen, denke ich. Und dann später entscheiden. Torombeo, Shoubu wa koko kara da! So. Ich meine, jetzt haben wir ihn getriggert. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Das heißt, vielleicht wird er sowieso hinter uns herfliegen. Ich werde mich nicht darauf versteifen, wie gesagt. Wenn ich jetzt anfange, darüber nachzudenken die ganze Zeit, wie ich das genau puzzeln muss, damit ich die jetzt genau kille, dann mache ich mich nur selber unnötig verrückt. Lass mir das mal sein. Wenn ich eine Chance noch sehe, das zu triggern, mache ich das und sonst ist es egal. Ich bin mir ziemlich sicher, wir werden im Laufe des Spiels im Schnitt immer so zwischen normal und hart hin und her switchen. Auf easy sollten wir eigentlich nie fallen, das müsste ich verhindern können. Außer vielleicht in der ersten Mission hier nach, weil wenn ich das nicht gemacht habe, dann ist es wahrscheinlich easy, keine Ahnung. Aber danach halt im Laufe des Spiels. Ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass der jetzt da vorne an uns rankommt, sondern ich hätte einfach, dass der schon auf uns geschossen hat, an uns rankommen möchte. Interessant. Echt typisch für dieses Spiel sind natürlich immer diese Soundtracks. Die haben wir auch bei vielen Charakteren.
besondere Soundtracks. Gerade bei Emir haben wir einen sehr coolen, der speziell immer nur dann spielt, wenn er kämpft. Das ist perfekt, wie sie sich gerade hingestellt haben. Vielleicht schaffe ich die Quest jetzt sogar noch mit ein bisschen Glück. Das müsste man nochmal schaffen. Innerhalb von wie vielen Runden? 4 Turns. Wir sind jetzt in der 4. Turn. Das ist schlecht. Das müssten wir schon sehr viel mit Crits, glaube ich, haben. Ich glaube, wir werden auch durch die Willenskraft ein bisschen stärker, aber wir müssten auch Glück mit Crits haben. Ich werde jetzt mal nicht Fokus benutzen. Falls wir mal getroffen werden, ist nämlich auch nicht so schlimm. Da geht ja eine 22%ige Chance. Das ist nicht sehr hoch, aber möglich. Ikuzo, Trombe! Nee, ich glaube, das wird nichts werden mit dem Objective. Aber trifft uns mal. Das sind nochmal die Animationen. Schade. Aber wie gesagt, hätten wir mehr Crits kriegen müssen, glaube ich. Wenn wir jetzt nicht one-shotten, dann ist das nicht mehr drin. Das ist unwahrscheinlich. Oh doch, okay. Jetzt haben wir es geschafft. Alles klar. Lucky. Das war ein wirklich guter Crit jetzt. Jetzt haben wir es geschafft, weil er hat auch noch angreifen wird, ne? Und dann werden wir im Konter ihn besiegen. Und dann haben wir es tatsächlich gepackt, alle innerhalb von 4 Runden zu besiegen. Schön. Schön, schön. Sehr, sehr schön. Wenn wir Gegner besiegen, bekommen wir halt immer einmal Funds, also Kohle sozusagen, also Geld. EXP für den Piloten, PP können wir nachher ausgeben für den Piloten für speziellere Sachen. Ich möchte vielleicht noch mal kurz anmerken, natürlich werden die Folgen teilweise sehr unterschiedliche Längen haben. Weil wenn ich mich darauf stürze und versuche, immer alle Folgen genau eine Episode lang sein zu lassen, dann werden die natürlich sehr unterschiedlich lang sein. Manche werden vergleichsweise kurz sein, manche werden vielleicht sehr lang sein. Mal gucken. Skill Points obtained. Sehr schön. Major Erzam, it's another unidentified object. I can tell. Major, what are you planning to do? I plan to capture this craft intact. Say what? We'll need to send a sample to Dr. Bayern's EOTI organization. I wonder if these are the reason why we lost contact with the Hayuri when it traveled beyond Pluto. If these insectoid machines are the guests from the other worlds that Dr. Bayern Zoldok spoke of, then humanity may soon face its greatest challenge yet. Und damit haben wir im Grunde, glaube ich, jetzt schon so die erste Episode durch. Das ist der Intermission Screen, das wird immer so ein bisschen unser Ende sein. Da können wir normalerweise auch einige Sachen noch machen. Aber jetzt zum ersten Mal tatsächlich nicht. Also wir speichern mal eben. Das ist wichtig. Ich werde dann immer mit zwei Speicherständen arbeiten, hoffentlich dabei keinen Fehler machen. Einmal hier für Ryusei's Route und für Kyosu's Route halt ein anderer Speicherstand. Ich hoffe, ich überschreite nicht versehentlich. Das wäre natürlich katastrophal. aber gut, wird schon irgendwie funktionieren. Okay, cool. Dann danke ich euch fürs Zusehen für die erste Folge. Aber wie gesagt, heute wird auch direkt die erste Folge kommen für Kyosuke's Route. Den werden wir auch direkt kennenlernen. Und dann werde ich, wie gesagt, immer so abwechselnd kommen lassen. Wahrscheinlich dann immer Mittwoch einmal Ryusei und Sonntag dann einmal Kyosuke. Und dann immer so im Wechsel. Das kann eine Zeit lang dauern, es gibt nicht wenig Episoden hier. Aber ich wollte mit dem Projekt mich auf jeden Fall ein bisschen Zeit lassen, das in Ruhe angehen. Und irgendwann haben wir dann hoffentlich episodenhaft die gesamte Story von OG mit möglichst vielen Szenarien zusammengestellt. Okay. Danke euch allemals fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye bye. Bis dann.